Zum Ziel gesetzt, auch hier in Neurenkbach modernstes Bankservice anzubieten. Dazu gehört natürlich auch modernste Technik und das haben wir versucht so zu gestalten, dass unsere Kunde noch mehr Freude in unsere Sparkasse kommt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird über die Technik, wird sich ja der Herr Direktor Scherner unterrichten und jetzt möchte ich Sie noch einmal bitten, weiterhin unser Service anzunehmen. Ich danke Ihnen für das heute gekommen und wünsche dieser Sparkasse und wünsche mit dem Neubau, dass wir Ihnen wirklich entgegenkommen und dass Sie angenommen werden. Alles Gute dazu der Sparkasse. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sparkasse Herzogenburg-Neulenkbach und gerade hier unsere Hauptgeschäftsstelle Neulenkbach ist nunmehr wiederum bestens damit ausgestattet, auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und in partnerschaftliche Beziehung zu treten. Wir sind hier an diesem Standort ein in der Region seit nunmehr 127 Jahren bestens verankertes Geldinstitut. Wir sind als Vereinssparkasse ein unabhängiges, allein unseren Kunden verantwortliches Haus, das durch die laufenden Anpassungen an die Erfordernisse der jeweiligen Zeit beweist, den gestellten Aufgaben gerecht zu werden. Unsere Mitarbeiter sind erfolgreich um unsere Kunden bemüht und auch ich lade unsere Kunden, die Bevölkerung in Neulenkbach und Umgebung ein, regen Gebrauch von unseren Dienstleistungen zu machen. Wir werden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Neulenkbach, Funktionäre, geschätzte Damen und Herren, ich würde aber sagen, liebe Sparkassenfamilie, ich möchte einmal für die Zusammenarbeit mit der Sparkasse seitens der Gemeinde sehr herzlich danken, möchte aber auch ein Danke sagen für die vielen Aktivitäten und für die Sponsortätig der Sparkasse, sei es bei den Vereinen, besonders bei den Schulen, bei der Volks- und Hauptschule und auch für das ein herzliches Dankeschön. Ich möchte Ihnen für die Zukunft, vor allem den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern und den Direktoren alles Gute wünschen und Ihnen, geschätzte Damen und Herren, für den heutigen Tag, heute ist ein wunderschönes Wetter, einen wunderschönen Tag noch. Danke. Und ich habe Anmerkung noch, selbstverständlich bringt man auch eine Kleinigkeit mit bei einem Umbau und ich darf heute seitens der Gemeinde als Anerkennung oder als Erinnerung unsere Festschrift überbringen. Diese Festschrift wurde im Jahr 2000 anlässlich der Stadterhebung herausgegeben. Es sind viele Ja, es ist drinnen über das Leitbild und was wird alles über unsere junge Stadt im Wienerwald, die Katastralen sind drinnen und ich denke, wenn Sie einmal Zeit haben, dann schauen Sie das einmal an. Jetzt weiß ich nicht, wem es geben soll. Ich gebe es, glaube ich, den Herrn Vorstandsdirektor, der von uns da in der Lenkbar. Von der Stadt haben wir auch noch einen Stadtwein mitgebracht und die Blumen in Rot-Weiß. Das ist gut.
Zuallererst ein Dank an unsere Kunden, die die Umbearbeiteten mit eher gelassen über sich ergehen ließen. Es war nicht ganz einfach, der Lärm, der Staub, die Hindernisse auf dem Weg in die Bank. Angefangen hat es durch die Einengung des Bereiches, des Eingangsbereiches durch eine Wand. Zum Schluss sind dann die Handwerker mitten auf der Leiter im Eingangsbereich gestanden. Aber das ist ja Gott sei Dank alles vorbei. Weiters möchte ich unseren Mieter danken, der Dr. Meiß, glaube ich, nicht da. Auch für ihn und seine Mitarbeiter, die im zweiten Stock also eingemietet sind, war es doch manchmal ein Spießrutenlauf zur Arbeitsstätte zurückkommen. Vor allem aber möchte ich unseren Mitarbeitern danken, die so von Anfang an dem Lärm der Presslufthämmer und der Bohrmaschinen, der Trennscheiben ausgeliefert waren. Und es war öfters, dass unsere Damen das Staubtuch zur Hand nehmen mussten, um die Staubschicht vom Schreibtisch zu entfernen. Herzlichen Dank. Nicht zuletzt möchte ich mich bei den ausführenden Firmen bedanken für die kooperative Zusammenarbeit. Es war notwendig, dass vor allem auch am Abend, am Freitag oder auch am Samstag gearbeitet werden musste. Und da möchte ich wirklich bei den heimischen Firmen sehr herzlich bedanken. Das war wirklich großartig. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, verschieden sind deine Gaben, doch alle Menschen wendest du deine Liebe zu. Du willst, dass wir auch unseren irdischen Besitz treu verwalten. Segne diese Bank, diese neu gestalteten Räume, damit sie uns dabei eine Hilfe sei. Erhalte in allen, die hier ein- und ausgehen, den Geist der Redlichkeit und Gerechtigkeit. Gib uns Achtung voreinander und wahren Gemeinschaftssinn. Öffne unser Herz für die Not der Mitmenschen. Lass uns die irdischen Güter so gebrauchen, dass wir dabei die ewigen nicht verlieren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich darf als neu gewählter Vizepräsident aus dem Gerichtsbezirk Neulenkbach meine Freude Ausdruck geben, dass ich Sie jetzt die Mitglieder, die Kunden partnerschaftlich zusammenkommen, dass wir hier jetzt eine Einladung aussprechen dürfen. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich gekommen sind und dass Sie draußen dann einen kleinen Imbiss mit uns einnehmen und auf das Wohl dieser attraktiven, soliden Bank anstoßen. Dankeschön für Ihr Kommen und guten Appetit. Und dann natürlich können Sie auch gleich kommunizieren mit den Bankangestellten, sich sofort erkundigen, wie das mit dem neuen Geldautomaten ist. Dankeschön. Nein.